Und weiter geht's, ihr Lümmels, mit einer neuen Folge hier in The Hunter Call of the Wild. Wir gehen heute mal wieder auf die Jagd. Wir suchen uns ein paar Alligatoren. Und zwar jagen wir heute mit dem Bogen. Alten mit dem Bogen auf dem Alligator. Ja, Mann. Wir haben hier schon direkt den richtigen Bogen ausgerüstet. Ohne Zielvorkehrung, ohne, ja, Aiming-Vorteil und so weiter und so weiter. Wie man damit im Idealfall schießt, tja, schwer zu sagen. Letzten Endes muss man halt immer zielen und schießen. Und dann ballert man sich solche Dinger weg. Ganz viel ist da natürlich auch Cheaten. Cheaten von Vorteil. Wenn man einfach ein bisschen rumschummelt, Alten. Ich meine, alte Gamer- und Ego-Shooter-Spieler werden es vielleicht kennen, wenn man sich auf dem Monitor eine kleine Markierung macht, dann kann man damit ganz hervorragend zielen. Und zum Beispiel, der war schon ein bisschen tief, viel einfacher schon mal voraimen sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gewehr nehme, mit einem Scope drauf, habe ich hier gar nicht ausgerüstet gerade, oder auch einfach über Kimme und Korn, genau da in der Mitte, wo jetzt über Kimme und Korn das Pünktchen ist, kann man sich auf dem Monitor oder auf ein Stückchen Tesafilm auf dem Monitor so ein Pünktchen machen. Und ich laufe hier die ganze Zeit seit Jahren, möchte ich sagen, mit so einem Pünktchen rum. Und das ist für mich so ein bisschen die Zielhilfe. Hatte damals den Ursprung gar nicht mal fürs Schießen oder für den Bogen, sondern hatte für mich den Ursprung im Nutzen des Fernglases. Denn ich bin früher häufig so rumgelaufen, also tendenziell zu weit nach unten guckend. Und wenn man dann ins Fernglas geguckt hat, weil da hat man ja was gesehen, dann war man so nah rangezoomt und bis man dann endlich gefunden hat, wo es war, war es schon wieder weg. Und das hat mich so dermaßen gefuchst, dass ich irgendwann geguckt habe, zählt das hier auch, ist quasi die Mitte von diesem großen Fadenkreuz auch die Mitte, ja, von da, wo ich hin will. Und zack, ich kann halt genau sagen, okay, keine Ahnung, gucken wir, ja gut, die Mülltonne ist jetzt nicht so schwierig. Aber man kann eben genau auf irgendwelche Bäume aimen, genau da, wo man hin will. Und muss da gar nicht lange für suchen, weil man es eben vorhalten kann schon. Und man ist quasi direkt in diesem Bereich. Das wiederum ist ein Vorteil, wenn man die einfachen Bögen verwendet. Nicht die, die schon einen Scope haben. Ich meine, damit ist es natürlich deutlich einfacher. Wenn man dann sagt, okay, man aimt hier vor, macht dann hier auch noch diese Zielvorrichtung. Hier sagt er 10 Meter. Das ist jetzt hier dieser rote Punkt zum Zielen. Und der grüne Punkt ist, wo ich jetzt quasi hinschieße. Das heißt, auf der blauen Tonne ist es weiter. Mit E geht er weiter runter. Hier auf der Palme ist es genau. Ja, ich habe auf 20 Meter genullt, das sieht man unten rechts. Und wenn ich jetzt auf 20 Meter, muss ich halt ein bisschen drunter halten. Und wenn wir jetzt auf 40, 60 Meter sind, muss ich wahrscheinlich ein ganzes Stückchen drunter halten. Zack, genau, da muss ich so halten, um auf die Kiste zu schießen. Aber das hatten wir ja schon im Tutorial zum Schießstand mit der Nulldistanz, alles weitere da erklärt. Ja, wie auch immer, wir gehen erstmal los. Ich bin hier rechts in dem Bereich. Ich suche hier gleich diese Area nochmal auf, um im Idealfall noch ein paar Alligatoren zu finden. Ja, ich bin gespannt, wie das klappt. Von den Pfeilen her habe ich Pfeile, die bis 7, bis Kategorie 7 hochgehen. Das heißt also, der Alligator mit Klasse 6 sollte genau drinne sein. Ich nehme mal hier diesen Snake Bow. Alter, der knatscht auch so geil. Und es wird so leise. Sehr gut. Knack. ja, auf beiden Pfeilen, mit beiden Pfeilen quasi die gleiche
Kategorie, die gleiche Klasse sozusagen für die Tiere. Alter! Weißwedel hier. Schleichen wir mal näher ran. Ich weiß gar nicht, was für ein... Was habe ich denn für ein Lockmittel für die dabei? Na? Ich kann hier nicht raufklicken. Was ist jetzt los hier? Nicht markiert. Lockmittel. Das, das und das. Weißwedel. Könnten wir verwenden. Nehmen wir mal für die 7. Ich baller auch gerne noch zwischendurch einen Weißwedel ab. Mit dem Bogen. Können wir gerne mitnehmen. Ich gehe mal hier vorne schon in die Büsche. Der Wind steht gut. Der Regen. Wieder mal Regen auf der Map. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber auch auf dieser Map, ähnlich wie in Hirschfelden. Jede Menge Regen. Hier würde ich sogar sagen, noch mehr Regen. Uff. Ist schon ein wenig belastend. Licht können wir wieder ausmachen. Und wir callen einfach hier ein bisschen. Wir müssen eh hier ein bisschen jetzt anfangen zu schleichen, weil die Alligatoren ja so feinfühlig sind und so hellhörig und alles auf weite Entfernung schon sehen. Und mit dem Bogen müssen wir uns natürlich so einigermaßen anschleichen. So, hören wir mal genauer hin. Nichts zu hören. Ne? Okay, ich gehe einfach schleichen noch ein bisschen weiter. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oder vielleicht sind sie tatsächlich auch schon weg. Die Weißwedel. Beziehungsweise verstecken sich vielleicht hier drin und ich kann sie einfach gerade nicht entdecken. Dann würde ich sie quasi mit dem nächsten Schritt, den ich mache, lauter dann direkt wieder als nächstes verscheuchen. Schwierige Situation gerade. Nichtsdestotrotz, ich renne weiter. Hier wollen wir hin. Leute, auch noch Gewitter richtig hier. Was geht denn ab? Das Schöne ist, hier im hohen Gras bin ich so einigermaßen gut versteckt. Bin hier schon mal in Deckung. Aber leider nichts zu sehen. Ich call noch mal ein bisschen. Und hier kommen wir langsam in den Bereich von den Alligatoren. Sehr, sehr schön. Auch hier ist die Area Scan. Das Wasser abscannen natürlich. Ich bin sehr gespannt, ob ich mit dem Bogen ins Wasser reinschießen kann. Ich vermute ja. Zwingend ausprobieren möchte ich es nicht. Muss ich ja sagen. Aber wenn ich die Chance habe, werde ich es machen. Je nach Entfernung. Es muss natürlich wirklich nah sein. Deswegen schleiche ich jetzt halt auch schon. Man muss wirklich nah ran. Und ich habe einfach die Befürchtung, dass ich halt sehr schnell entdeckt werde. Vom Mississippi Alligator. Eine Möglichkeit wäre natürlich, und ich glaube, das wäre auch tatsächlich fürs Alligatorenjagen richtig gut, mit diesen Hochsitzen. Es gibt ja einen DLC mit Hochsitzen. Das wäre natürlich der Oberhammer, ne? So einen Hochsitz in den Baum reinmachen oder einfach selber aufstellen. Das wäre natürlich richtig krass. So, wir gucken hier gerade so im Bereich von 100 bis 150 Meter. Am Ufer irgendwas zu sehen. Auch nicht. Wasser nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Okay, überall nichts zu sehen. Die Weißwedel sind wahrscheinlich schon direkt weg. Vielleicht war ich anfangs tatsächlich einfach zu laut. Haben wir da Weißwedel? Ich glaube, das sind Weißwedelspuren. Das ist ein Baum, okay.
krass. Ja, immer noch leider diese Grafik-Bugs hier. Ich bin gespannt, wann und wie das behoben wird. Wäre nicht schlecht. Macht halt einfach die Atmosphäre ein bisschen kaputt, ne? Wenn man hier solche komischen schwarzen Felder und Flecken irgendwie drin hat. Ist halt immer ein bisschen schade, sowas. Aber fürs Gesamtfeeling geht es immer noch. Immer noch geil. Tja, mit dem Bogen, ey. Und momentan noch nichts zu sehen. Da ist die Spur auch vom Weißwedel. Ich bin immer noch ganz gut getarnt hier im hohen Gras. Schön in Deckung. Auch hier Weißwedelspuren. Überall die Weißwedelspuren. Vielleicht haben sich die Alligatoren auch schon was weggesnackt. Sind jetzt schön satt. Und liegen erstmal gechillt im Wasser rum. Gucken wir nochmal ein bisschen weiter. Okay, 400 Meter, so weit müssen wir nicht gucken. Da! Mythisch! 300 Meter. Alter! Wenn ich den mit dem Bogen kriege, ne? Ich würde ja so gern mit dem Gewehr jetzt schießen. Soll ich mit dem Gewehr schießen? Da ist er, der Mythische. Ich schieße mit dem Gewehr, Leute. Komm, sei mal nicht so. Ich schieße mit dem Gewehr. Das sind 329 Meter. Wenn ich hier gucke, sind es 300 Meter. Bin ich hier schon drüber? Bin ich hier in der Botanik? Schwer zu sagen. Ganz schwer zu sagen mit dem Entfernungsmesser. Und auf die Range macht es auch noch einen Unterschied, ob ich auf 300 Meter schieße oder auf 33. Ich denke, es sind 300 Meter. Ja, so bin ich auf 300 Meter hier. Komm, den Mythischen, ich muss ihn mit dem Ballermann. Ich brauche den einfach safe. Das wäre einfach zu krass. Das wäre einfach zu krass. Ich komme da nicht dran, ey. Auf 300 Meter. Ich hoffe, es sind 300 Meter. I hope so hard. Er steht einfach umherziehend, Alter. Du kannst es dir nicht ausdenken. Da steht einfach umherziehend. Da steht einfach umherziehend, Alter. 7, sehr schwer. Also wäre das direkt der 7er gewesen, wäre ich einfach hinmarschiert mit dem Bogen. Aber 8er muss ich testen. 6er. Okay, so langsam kommen wir hier in die Area. Wie auch übrigens schon beim letzten Mal. Alter, der Zorn Gottes, Alter. Direkt drauf. Direkt drauf. Sollst du hier rumballern, heißt das? Ei, 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 ei. Und da ist der Fleck. Und da ist der Fleck. Theoretisch erledigt. Theoretisch erledigt. Jetzt ist die Frage, ploppt das Tier nochmal auf? Schwimmt es hoch? Treibt es zu mir? Oder bleibt es auf dem Grund liegen? Ich habe auch schon gehört, dass die am Grund liegen bleiben sollen. In zu tiefen Bereichen, wo keine Bäume sind. Deswegen hatte ich jetzt gerade drauf geballert, weil eben Bäume sind. Werden wir sehen, ob da noch was ankommt oder nicht, dass wir die Trophy schnappen können. Ich schleiche nichtsdestotrotz erstmal noch weiter dahin. Ja, wie beim letzten Mal auch schon, ne? Genau hier in der Area
Wie geht's bei euch? Wart ihr hier schon? Wie sieht's da aus? Da kommt er an, Alter. Da kommt er an. Habt ihr hier auch schon Alligatoren gefunden? Ist das bei euch auch so? Ich hatte ja beim letzten Mal auch schon gemutmaßt, dass jeder vielleicht ein bisschen andere Region hat, wo er seine Tiere irgendwie bekommt. Wäre mal ganz interessant. Vielleicht auch einfach mal drunter schreiben, ob ihr hier auch Alligatoren findet. Ob man sagen kann, okay, ja, das hier ist Alligator Area. Allen. Wäre geil. So, da kommt er an. Da kommt er an. Schön entspannt. Mega gut. Ich freue mich. Und ich bin natürlich übelst gespannt, ob ich gut getroffen habe. Von der Zeit her sollte ein Lungenschuss gewesen sein. Das heißt, lebenswichtiges Organ getroffen. Der Punkt sollte da sein. Und jetzt ist natürlich dann noch die Frage, wie ist die Wertung, wie ist das Gewicht von dem Tier? Das wird jetzt natürlich nochmal spannend. Ist es Diamond? Gold ist es safe. Gold hatten wir, glaube ich, schon bei einem 7er. Der geht jetzt, glaube ich, dahin, wo ich geschossen habe, ne? Oder kommt er jetzt zu mir? Komm, 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 komm. Mit was lockt man denn ein totes Krokodil? Keine Ahnung, ey. Ob die Lakritz mögen? Jetzt schwimmt er einfach an mir vorbei hier, ne? Na? Ich will auch nicht so tief rein. Wenn du so tief bist, dann kommst du da schlecht wieder raus. Aber es kommt ja immer näher tatsächlich die Position, wo ich ungefähr geschossen habe. Jetzt so langsam sollten wir drankommen. Ich bin sehr gespannt. Und es ist Goldwertung nur. Nein, aber uff, 40 Punkte daneben. Immerhin Goldwertung. Alligator in Gold. Muss reichen. Knapp die Lunge getroffen. Mitgenommen. Schade. Schade, ey. Hätte ich ein bisschen gehofft. Habe ich ein bisschen gehofft. Muss ich ja gestehen. Wäre schon sehr nice gewesen, ey. Okay, weiter geht's. Wir gehen weiter mit dem Bogen. Ich gehe mal hier so in diesen Bereich und versuche dann hier die Area noch ein bisschen abzuscannen. Scheint ja gerade ganz gut zu funktionieren. Der Wind steht gut. Ich gehe gleich wieder in Deckung. Und dann schleichen wir uns ein bisschen vorwärts. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich da oben am Ufer. Oh, 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 oh. Wie soll's auch anders sein? Die Alligatoren entdecken einen. Du kannst es dir nicht ausdenken. Und dann fauchen die auch noch unter Wasser. Das ist ja wild, Alter. Ich bin so halb verdeckt eigentlich nur. Das ist ja ein ungleicher Kampf. Wenn man quasi gar nichts sieht. Und dass das Wasser schon quasi unter Generalverdacht steht, dass da irgendwo ja was drin sein könnte. Dann ist das aber tricky, ey. Das ist aber tricky. Also, wir schauen mal eben, bevor ich jetzt hier Gas gebe. Auf dem Bogen sind wir mit 60 Meter maximal genullt. Ebenfalls auf diesem Bogen. Dann gucken wir gerade nochmal rein. Effektivste Schussweite in beiden Fällen. Am effektivsten in beiden Fällen auf 20 Meter. Ob das was wird, Alter? Ich meine, ranlocken ist ja nicht. Höchstens wie beim letzten Mal, dass da einer an mir quasi vorbeirennt. Vom Land aus. Und dass man dann eben schnell draufhält, ne?
Aber ich meine, 20 Meter, das ist ja hier, das ist ja close, ey. 15 Meter, da vorne die Palme, 25 Meter. Uff. 13 Meter. Ja, das ist übelst tricky. Oha, hier oben auch noch Spuren. Was haben wir denn hier für ein Bedürfnisgebiet? Alligator. 9 bis 1. Oder was war da? 12.30 Uhr. Also jetzt gerade wäre vielleicht noch da. Vielleicht war das auch der, der schon so rumgefaucht hat. Tatsächlich aber auch jetzt seit dem Schuss hier in der Area gerade gar nichts mehr zu sehen. Da hinten 150 Meter am Land. Auf 150 Meter. Soll ich mal mit dem Bogen? Schon weg. Also ich kann mir vorstellen, mit dem Bogen, mit der Zielvorrichtung, könnte ich es mir vorstellen, dass man das dann irgendwie hinbekommt. Aber ohne, wie soll man da auch zielen, ne? Wie soll man da auch zielen? Gerade wenn es dann darum geht, dass man quasi dann ins Wasser auch reinschießt. Ich weiß nicht, wie da oder ob da diese Zielvorrichtung auch funktioniert. Mit dieser Markierung. Ist eine Challenge. Kann man mal machen. Kann man mal machen, die Challenge. Wow, ja, ruhig bleiben, ruhig, ruhig, ruhig. Da hinten ist er. Der gleiche von gerade, immer noch auf 150 Meter. Was habe ich jetzt gemacht? Getroffen, Alter, mit dem Bogen. Ich habe ihn getroffen. OMG. Das sah gut aus. Mit dem Bogen. Direkt close. Gar nicht lange gezögert. 60 Meter Entfernung. Auf 60 Meter genullt. Zack. Und gib ihn. Jetzt die große Frage. Wie gut ist er getroffen? Irgendwas Lebenswichtiges getroffen? Hält er das einfach aus? Die sind ja stabil. Die sind ja richtig robust, die Lümmel. Und halten ordentlich was aus. Das wäre ja der Oberhammer. Kommt noch ein nächster roter Fleck oder nicht? Also das Randschleichen hat sich wieder gelohnt. Einfach lange, lange schleichen. Ich glaube, er lag hier. Hier sind so die Spuren hier. Ja. Jetzt ist die große Frage. Von der Zeit her würde ich sagen, ich habe ja wegschwimmend von oben drauf quasi geschossen. Kann sein, dass ich nur hinten irgendwo getroffen habe. Nichtsdestotrotz mit dem Pfeil Schnittwunde. Auch wenn es schlecht getroffen war, sollte früher oder später, sollte das noch ein sicherer Punkt sein. Ich warte noch ein bisschen ab hier.
Immer noch nicht. Oha. Oha. Vielleicht echt nur den Schwanz getroffen oder so. Das wäre natürlich mies. Da ist einer. 70 Meter. Ich baller auch nochmal drauf. Auf 60 Meter genullt. Hinaimen. Markiert. Drüber schießen. Nochmal. Ich glaube, das war jetzt aber nix. Tendenziell zu hoch. Nächster. 200 Meter. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. 200 Meter. Wir probieren es trotzdem. Auf 60 Meter genullt. Markierung gesetzt. Er sagt schon zu weit weg. Okay. Ich bleib noch hier. Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Aber wahrscheinlich ist so ein Alligator einfach zu robust. Sehr, sehr krass gerade. Sehr, sehr krass. Alligator ohnehin schon irgendwie gefährlich. Furchteinflößend. Und dann einfach mit dem Bogen rangehen. Anders wild. Das ist doch mal... Das ist doch mal Challenge. Das macht doch Bock. Ich glaube, ich habe den echt so... Da. Guck mal da hinten. 6, aber glaube ich zu weit. Ich versuche es nochmal. 170 Meter. Zu weit weg, sagt er. Okay. Okay. Wäre natürlich eine Möglichkeit, jetzt ganz entspannt mit dem Gewehr drauf zu gehen. Aber das kann ja jeder. Zu einfach, Alter. Wollen wir nicht. Es kommt tatsächlich kein weiterer Punkt. Mit dem Pfeil getroffen. Kein weiterer Fleck hier. Beim Alligator mit dem Pfeil. Bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich meine, es ist ein Riesenvieh. Es ist ein großes Tier. Wenn man überlegt, dass so ein Büffel... Ich glaube, die sind sogar noch schwerer, ne? Die Büffel. Guck mal, der ist jetzt da hinten ist doch einer, aber ich kann ihn gerade nicht markieren. Ne. Da. 180 Meter. In dem Bereich gerade nichts zu sehen hier. Close. Nur auf Entfernung. Auch hier wieder natürlich ein leichtes auf die Entfernung zu gehen. 170 Meter. 170 Meter. Aber da ist ja einfach eine 1 zu viel im Spiel. 100 Meter weniger wäre noch okay, ne? Ich marschiere noch mal ein bisschen weiter. Also treffen immer noch nicht. Treffen tut man. Man trifft also auch ins Wasser rein. 150 Meter. Aber die Frage ist, wie doll ist dann der Damage? Kommt man da richtig rein? Ist es quasi vielleicht nur ein Streifschuss in der Art? Macht so plöck. Klick. Ich glaube, ich treffe da einfach gar nichts, Alter. Der ist immer noch da. Der ist abgetaucht. Vielleicht habe ich einfach zu nah in der Nähe irgendwo hingeaimt. Hundertfünfzig,
Und auch der. Da lag es, da ist das Blinklicht. Entweder getroffen oder verscheucht. Also man kann drüber aimen natürlich. Da stand schon gerade auf Ü150, stand ja schon gerade zu weit weg. Man kann drüber zielen. Natürlich super praktisch mit dieser Zielvorrichtung aus dem DLC. Ohne das muss man, glaube ich, üben. Und ich meine, so richtig zu üben, ist das auch nicht wirklich, weil man am Schießstand so schlecht im Bogen schießen kann, weil da diese Dächer drüber sind. Ganz schwierig. Vielleicht holt man sich oder nimmt man eine Zielscheibe oder nimmt ein Verkehrsschild und sowas mit einem Entfernungsmesser auf 150 Meter und dann gib ihm aus Verkehrsschild-Aim. Vielleicht geht da was. Ja, noch nichts passiert. Ich renne noch mal ein paar Meter, erkunde hier noch ein bisschen das Ufer, hoffe, dass ich da noch was sehe. Im Idealfall einen Alligator nah am Ufer. Leute, wir sind close. Direkt vor mir. Alligator, 60 Meter. Close. Alles klar. Ich gehe näher dran. Wir nehmen nochmal in den Zoom. Halten hier nochmal jetzt gedrückt. Okay, jetzt ran. Auf 60 Meter. Auf 60 Meter. Getroffen. Okay, der Schuss hinterher war zu spät. Ich aim nochmal vor. Oh, schwierig. Ich glaube, nicht getroffen. Den Baum getroffen. Klarer Sound. Da blinkt der Baum. Wo ist er hin? Alter, jetzt müssen wir hier durch. Durch den Sumpf hier. Oh mein Gott. Alligatoren überall. Faucht immer noch rum. Schritte close. Hier vorne direkt vor der Nase. Wir gehen direkt hinterher. 40 Meter geaimt, 40 Meter genullt. Und ich glaube nochmal getroffen. Das war ein zweiter. OMG, das war ein zweiter. Oh, ich dachte, das wäre noch die erste. Jawollo. Da ist er. Der erste Alligator mit dem Bogen. Perfekt. Perfekt. Na, wo willst du hin? Komm ran hier. Hepp. Die Wirbelsäule getroffen. Geschärfter Pfeil. Jawolski. Erwischt. Erster Alligator mit dem Bogen. Kein besonders großer, aber immerhin. Die besonders großen sind natürlich auch besonders scheu. Die ersten Points mit dem Bogen. Chapitsch. Auf dem Alligator gemacht. Wo bin ich hin? Ich bin nochmal weggereist von hier oben. Nachdem hier oben in dem Bereich gar nichts mehr war, bin ich nochmal runter zu diesem Außenposten, eben hier zum Wasser. Sofort Connection gehabt und sofort gib ihm allen Weidmanns Heil, ihr Lümmels. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.